Hallo Welt, ja, da sind wir wieder, hier an unserer kniffligen Ecke, die wir jetzt hoffentlich gebändigt kriegen. Mal sehen, wir sind Treppenbändiger, nein, Eckenbändiger, ach beides. Okay, unten ist egal, die können wir ja immer noch anbringen. Boah, man könnte es auch sofort richtig machen, komplett. Ja, aber wenn wir jetzt, dann müssen wir immer zwei abnehmen, so brauchen wir nur eine. War das noch ein richtiger Satz? Nein, das war kein richtiger Satz zum Anfang der Folge. Gleich ein Satz, der keiner ist. Also, wenn wir das jetzt machen würden, die Treppe, die untere Treppe, also das untere Treppenteil auch noch anbringen würden, dann, ich habe vergessen, was ich gesagt habe, dann würden wir ja immer die beiden Teile abnehmen müssen. Oh, wie gemein. Und jetzt brauchen wir nur einen Teil abzunehmen. Na, das haut alles so nicht hin. Komm, wir machen das so rum. Wir machen das ganz geschickt. Ist ja ein Puzzlespiel auch ein bisschen. Wir machen das folgendermaßen. Wir setzen die jetzt unten an. Die bleibt stehen, die obere kommt weg. Wir setzen die Treppe ein und hoffen, dass dann die Ecke, habe ich Treppe gesagt? Ich meinte Ecke, die sich hier nicht so richtig drehen lässt. Dreh dich! Können wir doch mal über Fallout 5 sprechen, falls Fallout 5 kommt? Ah, das ist ja so interessant. Dann kann man sich nachher die alten Folgen angucken und der sabbelt einmal über Fallout 5 und so ist es ganz anders gekommen. Vielleicht gibt es gar keinen fünften Teil mehr von Fallout, kann ja auch sein. Dass da irgendwas ganz Neues entsteht. Aber das kann doch jetzt nicht sein hier mit der Ecke. Können wir noch mal drüber reden, wie das da wäre eventuell? Es kann ja auch sein, dass der Baumodus noch viel wichtiger wird im fünften Teil. Das glaube ich aber eher nicht. Denn es gibt solche und solche Spieler. Es gibt auch Spieler, die einfach nur durchrennen ganz schnell. Ich glaube, das machen sogar die meisten. Na, die meisten will ich... Nee. Alles zurück. Ich nehme das zurück, was ich gerade gesagt habe. Die meisten kann ich echt nicht sagen. Die meisten nehmen sich da schon eher Zeit und freuen sich darüber, dass sie sich da hier Zeit nehmen können. Ja, hallo, aber die Ecke hat doch vorher gepasst. Das geht doch jetzt gar nicht. Hallo, Ecke. Ecke, würdest du dich bitte hier reinsetzen lassen? Echt? Das liegt jetzt hier an der Treppe? Das liegt an der Treppe. Wir haben hier eine knifflige Situation. Und wenn die Treppe unten steht, dann ziert sich die Ecke also auch. Diese stand vorher hier. Ich weiß nicht, wie wir sie hier reinbekommen haben. Vielleicht stand die wirklich nur so da, dass die gar nicht oben angedockt war. Nochmal zurück zu Fallout 5. Ist doch ein angenehmes Thema, finde ich. Also für mich ist es sehr angenehm. Komm, wir stellen die jetzt einfach so hier rein. Wenn es gleich grün wird hier, irgendwo, E gedrückt halten, dann kann man die hier so ein bisschen rumschieben. Nö. Nix Grünes zu sehen. So weit. Ja, das kann aber auch nicht sein. Oder? Mal sehen, wie das von hier aus aussieht. Pff, nee, auf gar keinen Fall. Ja, und dafür ruckelt... Ah, guck mal an. Guck mal einer an. Wieso? Von oben geht's. Ja, Puzzlespiel, sage ich doch. Und es kann jetzt, um nochmal auf Fallout 5 zurückzukommen, es kann natürlich sein, dass der Baumodus da dann noch ein anderer ist. Ich sage es, von Anfang an habe ich es vermutet und öfter auch in den Let's Plays und auch in den Baufolgen hier habe ich es auch öfter mal gesagt. Ich habe vermutet, dass dieser Baumodus nur ein Test war, wobei ich mich auch gleich wieder korrigieren muss, denn B-Tester haben natürlich Tester. Gehe ich mal davon aus, was heißt natürlich, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie Tester haben. B-Tester, also B-Tester-Tester vielleicht, Beta-Tester vielleicht sogar. So, die haben wohl schon gewusst, dass der Baumodus ein schöner ist, dass das Spaß macht. Aber dennoch haben sie vielleicht für die große Masse, für uns, liebe Welt da draußen, haben sie vielleicht gedacht, ja, wir testen das mal. Wir probieren mal aus, ob das ankommt und wie es ankommt. Wenn es ankommt, dann können wir ja immer noch was machen. Und dann kamen eben diese DLCs raus mit den Workshops und so. Ich weiß nicht, ob die vorher schon geplant waren. Ich kann mir vorstellen, sowas wie Far Harbor oder Nuka World, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich auch. Man weiß es nicht. Nuka World kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass das vorher schon geplant war. Far Harbor bin ich mir sicher, das war vorher schon geplant bei den ganzen Baugeschichten. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht dann hieß nachher in der Runde, okay, der Baumodus kommt bei vielen Leuten so gut an, da müssen wir ein paar Bau-DLCs rausbringen. Ja, ob das dann so war oder nicht, weiß nur B-Tester und die Runde um B-Tester. Wir können nur Mutmaßungen anstellen und dann können wir es eigentlich auch sofort sein lassen. Aber egal, wir machen das jetzt einfach mal so. Und
Im fünften Teil könnte es jetzt natürlich so sein, dass gesagt wird, wenn da was dran ist, was ich sage, also dass der Baumodus nur ein Test war, da könnte es ja im fünften Teil sein, dass sie sagen, okay, das hat funktioniert und wir werden den Baumodus, diesmal geben wir richtig Schmackes und da kommt richtig was drauf auf den Baumodus. Würde mich freuen, würde sehr viele andere, auch hier, unsere Zuseher hier, würde das sehr freuen, wenn also noch mehr zum Thema Baumodus kommen würde. Also für viele habe ich auch in den Foren schon gelesen. Die Geschichte ist für einige doch schon eher nebensächlich und das Bauen ist viel interessanter und wichtiger. Aber dazu muss ich auch fairerweise mal sagen, wenn das nicht so sein sollte, wenn der Baumodus zum Beispiel ganz wegfallen würde, Fallout war eigentlich doch nie ein großes Bauspiel, oder? Man konnte sich seine Wohnung mieten und sowas alles, aber es war jetzt nicht so, dass es jetzt den Anspruch erhoben hat, es geht nur ums Bauen. Also es war doch eher ein Rollenspiel, meine ich, schon immer. Das ist meine Meinung. Ja, und von daher könnte ich es auch verstehen, wenn der Baumodus zum Beispiel ganz wegfällt. Und das wäre auch gar nicht so tragisch für mich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und heiß diskutieren, wie ihr das so seht, wie das für euch sich so anfühlt und was ihr gerne hättet. Ja, es soll ja nochmal, es gibt ja noch eine Vlog-Serie bei uns auf dem Kanal, die so, was soll's. Und da wurde das Thema auch schon mal angesprochen. Da soll aber nochmal ein ordentlicher Vlog werden, zu dem man richtig diskutieren kann dann darüber. Ihr seht, wir machen uns das hier jetzt gerade einfach. So, habe ich das Wesentliche eigentlich schon gesagt, was ich sagen wollte? Ja, ich glaube dreimal, aber nicht so richtig in der Reihenfolge. So, wie auch Fallout 5 rauskommen wird, ich denke, es wird ein Fallout. Ich hoffe, es wird ein Fallout. Liebe Welt da draußen, für mich wäre es sogar prima. Für mich, hier, für mich. So, jetzt können wir endlich schlafen. Es ist schon wieder ein bisschen dunkel. Schlecht für die Augen, wenn man im Dunkeln baut. Im Dunkeln. So, für mich wäre es prima, wenn das zum Beispiel so eine Voxelwelt wäre, in der wirklich alles zerstörbar ist. Das würde ich sogar begrüßen. Und dass so etwas möglich ist und auch mit Grafik und allem Möglichen möglich ist, haben wir aus anderen Titeln schon kennengelernt, dass das geht. Und da frage ich mich ja, was wird mit Starfield sein? Bethesda hat sich ja den Namen sichern lassen, Starfield, wenn mich da nicht alles täuscht, wenn es kein Gerücht ist. Also ich muss auch sagen, das, was ich hier dann oftmals sage, sind ja auch natürlich Sachen, die ich dann aus dem Internet habe. Und man sollte natürlich nicht alles glauben, was das Internet sagt. Das Internet lügt. Oft, nicht immer, aber ja doch. Wie auch immer, nehmen wir mal an, das sei so und nehmen wir mal an, da kommt ein ganz neuer Titel, kann ja auch sein. Starfield, meine ich. Der Name wurde gesichert von Bethesda. Spekulationen über Spekulationen. Vielleicht eine Welt zusammengewürfelt aus Skyrim und Fallout. Wobei ich ja schon angenommen habe oft, oder habe es auch öfter schon gesagt, dass Skyrim vielleicht die Welt von Fallout ist, nur sehr, 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 sehr viel später, ein paar Millionen, Milliarden Jahre danach, in der dann schon Elfen und so weiter existieren. Ach, das weiß man nicht, was die Zukunft noch bringt. Könnte doch alles möglich sein, man weiß es ja nicht. Wir müssen Forscher und Stätten des Wissens aufspüren. Ja, richtig. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Curie, die wird es geben. Hoffentlich. Wir haben doch hier schon dir jetzt ein schönes Krankenhaus gebaut. So, der Kern meiner Aussage ist doch, dass es relativ, ja, die machen es schon. Neuer Teil ist neuer Teil und diese Baugeschichte kann dabei sein. Und ich weiß, viele wollen die Baugeschichte dabei haben. Ich habe auch schon gehört, dass einige sagen, ja, wenn man da nicht bauen kann, dann hole ich mir das gar nicht. Ja, aber das ist ja nicht Fallout. Also, was ich sagen wollte, man konnte ja schon in Fallout 3 sich das Haus holen, also das Haus kaufen und dann einrichten. Das ging ja auch schon alles.
Na komm, dann stellen wir hier, passt nichts hin. Dann stellen wir da nachher einen Schrank, einen Tisch oder irgendwas hin, damit da keiner runterpurzelt. Aber hier können wir doch sicherlich was anbringen noch. Vielleicht mal sowas hier. Sieht doch auch schön aus. Und natürlich, ein Baumodus wäre schön. Aber nicht zwingend nötig vielleicht. Und da muss man sich eben überraschen lassen. Hier drin dürfen wir also auch noch Gelände anbringen. Erstmal sorgen wir uns aber um das Wetter, denn das Wetter ist ja doch das Schönste nicht. Komm her, du Wetterwechselgeschoss, Mörser. Wow. Ja, eine super Idee, auch mit den Wetterwechselgeschossen. Das vermisse ich ganz oft in anderen Titeln auch. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Bah, da gibt's nichts als Ärger. Ach, das meinst du nur. Wonder Woman singt doch da auf der Bühne. Die echte, meine ich. Das hat doch auch was und sollte mal erwähnt werden. Haha! Wir haben noch eine geländerfreie Zone gefunden. Und hier können wir sogar richtig gut Gelände anbringen. Was wünschen wir uns denn noch für Fallout 5? Ja, die Stories bis jetzt, die fand ich alle samt in Ordnung. Da hat eine wie die andere auch, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, finde ich. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier irgendwie eine besonders schlechte Story wäre oder so. Nein, ich fand's gut von Anfang an. Allerdings muss ich sagen, es war für mich schon von Anfang an ziemlich offensichtlich, was da passiert. Also Sean wird entführt, wir werden wieder eingefroren und da war mir eigentlich von Anfang an schon klar, was daraus dann nachher wird, wenn wir Sean dann finden. Da hätte aber auch noch was ganz anderes hätte sein können. Der hätte ja schon das Zeitliche seit 100 Jahren gesegnet haben. Das hätte ja auch sein können. Okay, das war ein bisschen gut. Ich mag es ja auch dann knifflig und manchmal so. Ich denke ja auch ganz gerne mal um Ecken, will ich damit sagen. Hätte ich mir also schon denken können oder habe ich mir teilweise vielleicht auch gedacht. Wer sich die ersten Folgen anguckt, der hat vielleicht dann auch schon gehört, dass ich da gesagt habe, ja, wie, wir wurden jetzt eingefroren nochmal und bla 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 und blu blu blu. Und dann haben wir vielleicht so das schon erraten, so ungefähr. Darf man ja ruhig mal machen. Ist ja dann nur geraten. Muss ja nicht so sein. Aber merkt ihr, liebe Welt da draußen, es scheint hier in der Ecke sogar mehr zu ruckeln als in der Ecke, in der wir letztens waren. Also oben auf dem Dach, da scheint es bei weitem nicht so ruckelig zu sein wie hier. Ist das ortsgebunden mit der Ruckeligkeit? Also hier ist es ganz schlimm. Wir haben ja auch den Turm letztens aufgegeben zu bauen. Komm, hier kann vielleicht nochmal so ein rostiges Geländer rein. Ja, passt. Ja, es ruckelt hier Dave mehr als oben. Sei es drum. So. Geländer rein. Wir kommen nicht mehr zum Ende, oder? Ich mag heute irgendwie über Fallout 5 nachdenken. Kommen wir wohl nicht mehr weiter. Da kommen wir wohl nicht mehr raus aus der Nummer. Fallout 5. Also, wenn der Baumodus drin ist, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, wenn er drin sein sollte. Wenn es überhaupt einen Fallout 5 gibt, das kann ja auch nochmal sein. Habe ich ja noch gar nicht zu Ende gesponnen, den Gedanken. Es kann natürlich sein, dass Bethesda sagt, och, ja, war schön, aber lieber ein schönes Ende als gar kein Ende und dann wird es immer schlechter. Kann natürlich auch sein. Könnte man sagen. Irgendwann ist mal aus der Spaß und ja, ist jetzt Fallout fertig, haben wir, gibt's nichts mehr. Könnte ja auch sein. Dafür gibt's was Neues. Warum auch nicht?
würde alles passen, weiß man ja alles nicht. Aber nochmal zurück, wenn der Baumodus drin wäre, dann kann ich mir vorstellen, wenn es so ist, wie ich vermutet habe vorhin, ich rede jetzt 14 Minuten nur über Fallout 5, das es ja noch gar nicht gibt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Wenn es so wäre, wie ich sage, dann denke ich mal, also wenn der Baumodus drin ist und es wirklich nur ein Test war in diesem Teil, machen wir einen Baumodus, machen wir keinen, wie kommt der an und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dann haben sie gesehen, ja, der ist gewollt, er ist beliebt, der Baumodus, vielleicht, aber vielleicht haben sie auch was anderes festgestellt. Ich rede mir den Mund flusig gerade. Und es kann natürlich sein, dass sie sagen, wir bauen gar keinen mehr ein, weil das war zwar beliebt, bei einigen sehr beliebt, bei anderen überhaupt nicht und wir lassen es. War vielleicht auch nur eine Modeerscheinung. So, aber wenn sie ihn reinsetzen, dann bin ich mir ganz sicher, dass er ausgetüftelter sein wird als hier. Natürlich, Steigerung gibt es ja immer. Es wäre natürlich auch noch eine Sache, die gar nicht so unschön wäre, die sogar vielleicht ganz gut wäre. Fallout New Vegas. Um darauf mal zu kommen, wir haben das ja live, oder wir sind noch dabei, das live zu streamen, Fallout New Vegas. Und ich möchte, also das soll sich jetzt nicht, hört das nicht, versteht das nicht falsch. Jetzt habe ich es. Versteht das nicht falsch, wenn ich jetzt was sage. Aber man darf ja ruhig so seine Vorlieben mal haben und auch kundtun, finde ich. Und ich muss sagen, es gibt keinen Titel, danach werde ich ja oft gefragt, welchen Teil von Fallout ich besser fand. Gibt's nicht. Ich fand jeden Teil für sich super und ich möchte keinen missen davon. Allerdings gibt es da eine Sache, zum Beispiel die Rüstungen und die Ghule, die haben mir in New Vegas sehr viel besser gefallen. Waren sehr viel schöner, die Rüstungen und die Ghule auch. Naja, wenn man bei Ghoul von schön reden kann. Aber doch, die haben mir besser gefallen. Ja, nur so viel mal dazu. Aber dafür gefallen mir hier ganz viele andere Sachen wieder besser. Natürlich, die Stimme, dass unsere Lucretia eine Stimme von Gundi Eberhardt hat. So eine richtig gute deutsche Synchronsprecherin. Und dass sie da eben jetzt auch Stimme hat. Finde ich ganz gut. Und haben wir damit jetzt das Mysterium um den Baumodus in Fallout 5 geklärt, was ich davon halte? Ja, ich denke schon, oder? Haben wir erschöpfend drüber geredet jetzt. Baumodus, ja, ich hätte ihn gerne. Aber wäre auch nicht schlimm, wenn er nicht drin wäre. Es ist ja immer noch Fallout für mich. Für viele von euch da draußen weiß ich, liebe Welt da draußen, das habe ich schon öfter mal gehört und auch diskutiert, dass einige da sind, die dann sagen, nö, wenn man nicht bauen kann, hole ich mir das gar nicht. Schade, weil das ist ja Fallout nach wie vor. So, jetzt habe ich aber genug und oft genug, das habe ich jetzt bestimmt 10 Mal schon gesagt in den letzten 18 Minuten. 18 Minuten. Ich habe auch schon wieder einen ganz trockenen Mund, wie man merkt. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Es kann natürlich auch was ganz anderes kommen als Ersatz für den Baumodus. Was wäre denn zum Beispiel, wenn man nicht bauen kann, aber dekorieren? Zum Beispiel, man kann sich Häuser kaufen. Ja, es könnte ein ganz anderes Handelssystem noch drin sein. Ach, da gibt es so vieles, was man sich wünschen könnte. Finde ich. Aber das ist bei vielen Titeln so. Das wundert mich. Ein viel ausgeklügelteres Handelssystem zum Beispiel, dass wenn man, ja, Angebot und Nachfrage, dass wenn die Sachen, wenn man viele Sachen jetzt kauft, zum Beispiel viel Munition von der 556er, was es hier, glaube ich, gar nicht gibt, oder doch? Das war jetzt Fallout New Vegas, glaube ich. Ja, wenn man viel davon kauft, dass dann manche Händler die Preise anheben oder dass es dann auch mehr Munition davon gibt auf einmal oder weniger, weil man alles aufgekauft hat, dass wenn man Sachen verkauft, wir sind am Ende der Folge, sehe ich gerade, das geht ja hurtig. Das geht ja schnell, liebe Welt da draußen. Ja, dass also ein ausgeklügelteres Handelssystem drin ist, würde ich mir bei vielen Titeln wünschen, selbst bei Titeln, bei denen es eigentlich um so etwas geht. Selbst da ist das dann manchmal so, dass das für meinen Geschmack ausgeklügelter, ausgetüftelter sein könnte. Aber gut, ich bin ja kein Programmierer, kein Spieleprogrammierer, also
Das ist natürlich auch immer eine Frage der Stabilität und wie man das hinkriegt. Und wie kompliziert will es denn dann der Kunde haben? Wie kompliziert wollen wir es denn haben, liebe Welt da draußen? Das ist ja auch nochmal die Frage. Für viele wäre es vielleicht zu kompliziert, wenn man zu viel Variablen da hätte, was jetzt zum Beispiel das Handeln angeht. So, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich aber noch in dieser Folge, nämlich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür, liebe Welt da draußen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.